Hallo, so schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Achtsam und Resilient, gesund mit der Natur. Und in der neuen Podcast-Folge geht es wieder um unsere Gefühle, wie positive Gefühle deine Realität verändern können und auch dein Umfeld positiv verändern können. In der letzten Folge, und falls du sie noch nicht angehört hast, würde ich dir fast vorschlagen, dass du die zuerst anhörst, denn da ging es um unsere Gefühle und versus Verstand. Das war eben die Frage, ob das ein Gegenspieler ist, der Verstand und das Gefühl. Wir haben oft das Gefühl bei Entscheidungen, dass wir, wenn wir nach unserem Bauchgefühl entscheiden, dass wir dann ja nicht mehr vernünftig sind. Ich habe auch darüber geredet, dass Gefühle und Gedanken wirklich sehr gut zusammenarbeiten, denn ein Gedanke bringt uns ja dann ein Gefühl. Und wenn wir so einen Gedanken haben, so aus der Kindheit, einen negativen Glaubenssatz, so wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht mutig genug, ich bin nicht stark genug, dann können wir diesen Gedanken bewusst wahrnehmen und dann einfach weiterschicken und uns auf die Gedanken fokussieren, die positiver Natur sind. Weil wir haben ja schon in unserem Leben sehr viel geschafft, sehr viel Erfahrung. Und diese Gedanken, die erzeugen uns dann Gefühle. Also du kannst sehr wohl auch bei einer Entscheidung beides kombinieren. Deinen Verstand, das ist ein unglaublich wichtiges Werkzeug, aber auch deine Emotionen, dein Gefühl, deine Intuition. Genau. Und ich habe letzte Podcast-Folge ganz vergessen, mich vorzustellen, vor lauter Vorfreude auf das neue Thema, vor allem nach der Sommerpause, und deswegen hole ich das jetzt nach, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Caro Frauendorfer. Ich bin selbstständige Apothekerin in Wien, diplomierte Ernährungsberaterin und Resilienztrainerin und deinen Host für diesen Podcast. Und jetzt auch nochmal ein großes, großes Danke für die Anmeldungen, für mein Webinar. Falls du noch mitmachen möchtest, am 28. geht's los. Bitte, bitte jetzt anmelden, gleich auf meine Webseite gehen, Informationen holen und dich anmelden, wenn du einen Weg gehen möchtest zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Gesundheit. Das ist ein super spannendes Webinar, wo ich alle meine Erfahrungen reingesteckt habe von meinen letzten Jahren als Apothekerin, als Ernährungsberaterin, als Resilienztrainerin, aber auch als Schmerzpatientin. Ich war so lange chronische Schmerzpatientin und da ich meinen Weg gefunden habe, ist das für mich meine größte Freude, anderen meine Erfahrungen weiterzugeben. Und deswegen findet dieses Webinar ausnahmsweise auch als Studie statt. Es wird evaluiert, und wenn du zumindest ein Jahr unter chronischen Schmerzen leidest, so wie Kopfweh, Rückenweh, Zahnweh, Gelenkschmerzen, was auch immer, Knieschmerzen, dann melde dich doch wirklich für die Studie an. Da hilfst du auch anderen Schmerzpatienten und Patientinnen, wenn das evaluiert wird und eben auch das Webinar dann auch im Zuge der Studien, die übrigens mit der Uni Wien stattfinden, mit der Psychologie, der Gesundheitspsychologie und der Pharmazie, dann können wir das evaluieren, verbessern und auch so wirklich anderen Schmerzpatienten und Patientinnen gut weiterhelfen, wirklich ein gutes Werkzeug weitergeben. Denn ja, wenn du selbst betroffen bist, weißt du es ja am besten, dass auch Ärzte dann oft nicht mehr weiter wissen. Chronische Schmerzen, das ist sozusagen ein Schmerzgedächtnis, das sich in uns gebildet hat. Und oft haben wir die Schmerzen, obwohl keine Entzündung mehr, kein Grund mehr vorliegt. Und das ist irrsinnig nervenaufreibend, ich weiß das zu gut. Und wenn du dann auch noch Fragen hast, es wird jetzt eine Online-Session geben, wo ich deine Fragen beantworte. Du findest alles auf meiner Webseite, den Termin. Auch wenn du dich bei Instagram und Facebook mit mir connectest, dann findest du immer rechtzeitig auch die Termine zu solchen Events. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mitmachst. Das Webinar ist neu überarbeitet. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass der Professor von der Psychologie von der Uni Wien sich da auch wirklich mit mir gemeinsam hingesetzt hat, und wir haben noch einmal die ganzen Themen sind wir noch einmal gemeinsam durchgegangen, ausgebessert, verbessert. Also ja, ich freue mich riesig drauf, und ich glaube, das wird auch für dich eine ganz tolle Zeit werden, wo du für dich viel mitnehmen kannst, aber auch verändern kannst. Genau, aber jetzt kommen wir zu unserem Thema zurück, positive Gefühle. Das hilft natürlich, als Webinar hilft dir natürlich auch dabei. Auch da, das ist eigentlich einer der Hauptthemen bei dem Webinar, dass wir unseren Fokus auf das Positive richten.
Also unser Verstand, der wird ja durch unsere Erfahrungen gefüttert sozusagen. Umso älter wir werden, desto weiter werden die Grenzen unseres Verstandes. Allerdings wird es immer diese Grenzen geben. Wenn wir nur vernünftig sind, nur unserem Verstand glauben, dann werden wir eigentlich so sehr hoch gesteckte Ziele nur sehr schwer erreichen können. Also wir bestimmen, wie erfolgreich wir sein können, indem wir unsere eigenen Grenzen sprengen. Das funktioniert und das funktioniert mit unseren Gefühlen, denn Gefühle haben keine Grenzen, so wie unser Verstand. Die können grenzenlos sein. Also ich habe dir auch schon erzählt, eben zuerst war der Gedanke, das, was ich in der vorigen Folge erzählt habe, wie zum Beispiel ich schaffe das, und dann fühlen wir uns gleich stark und mutig. Im Webinar übrigens gehen wir auch immer wieder unser Commitment durch. Wir geben uns selbst das Versprechen, uns auf das Positive zu fokussieren, achtsamer zu sein. Und vor allem, wir geben uns das Versprechen, auf uns selbst zu achten. Deswegen heißt das Konzept auch Self-Care-Konzept. Also wir passen auf uns selbst auf. Und das geht mit positiven Glaubenssätzen. Damit drängen wir auch die negativen Glaubenssätze ganz gut aus der Kindheit weg. Wir haben im Webinar 7 positive Glaubenssätze und ich lese dir kurz vor. Ich habe ein Recht auf Glück und Zufriedenheit. Ich habe die Kraft, etwas zu verändern. Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, um meinen Weg zu finden. Ich entfalte meine Stärken. Ich nehme meine Schwächen an. Ich erlebe den Moment in tiefer Achtsamkeit und Freude. Und ich bin dankbar für das Wunder in mir. Und diese 7 Sätze gehen wir im Webinar jeden Tag durch. Also nicht ich persönlich, aber die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen jeden Tag diese Sätze durch, beziehungsweise ergänzen sie dann auch, wo sie das Gefühl haben, das sind Glaubenssätze, die wichtig für sie sind. Die können negative Glaubenssätze sozusagen ein bisschen auslöschen, verdrängen. Und das ist so wichtig. Und warum? Weil wir mit diesen Gedanken eben auch unsere Gefühle in uns erzeugen. Ist es wirklich so einfach? Man kann es auch wissenschaftlich erklären. Übrigens, die Sätze gebe ich dir in die Shownotes rein, weil wenn du das mal ausprobieren möchtest, du wirst sehen, das wird dich so stärken, wenn du das eine Zeit lang machst. Und das erkläre ich dir, warum es etwas bewirkt in uns. Das sind die sogenannten neuronalen Vernetzungen. Sobald wir etwas Neues zulassen in uns, bilden sich neue Verbindungen. Das ist so spannend. Und was macht unser Verstand? Tja, der möchte lieber in seiner Komfortzone bleiben. Denn Veränderung bedeutet Gefahr. Du kennst es sicher. Jemand macht dir einen Vorschlag, irgendetwas Neues zu machen, wie zum Beispiel vielleicht Möbel umstellen oder eine neue Strategie bei der Arbeit. Und deine erste Reaktion ist, nein, das geht nicht. Du kennst es sicher. Und ich kenne mich ja auch schon. Das ist menschlich, dass wir es gern bequem haben, dass wir gerne alte Gewohnheiten festhalten. Aber auch in der Apotheke ist unser Motto, geht nicht, gibt's nicht. Flexibel bleiben ist unser Motto. Perspektiven ändern und eben unsere eigenen Grenzen sprengen. Das ist ein aktiver Prozess. Da müssen wir etwas tun. Da müssen wir handeln. Und dazu sollten wir uns besser verstehen lernen. Also das Wichtigste ist, ehrlich zu sich zu sein. Es gibt jetzt es gibt zwei Schritte, wie du jetzt persönlich deine Realität zum Positiven verändern kannst. Mit dem Werkzeug Gefühl und mit dem Werkzeug Verstand. Der erste Schritt ist, frage dich, auf welcher Ebene spielen sich meine Gedanken ab meistens? Sind es eher so negative Gedanken, so wie ich vorher gesagt habe, ach, das schaffe ich eh nicht. Ich bin viel zu mutlos. Mir fehlt die Kraft. Oder sind es eher positive, wo du denkst, ach ja, das schaffe ich schon. Und angenommen, du hast mit deinem besten Freund oder mit deiner besten Freundin gestritten. Und du ärgerst dich darüber. Vielleicht hat er oder sie, vielleicht war er oder sie nicht für dich da, obwohl du
ihn oder sie gebraucht hättest. Und den ganzen Tag hast du negativen Gedanken, du fühlst dich schlecht, du ärgerst dich. Warum hat er oder sie mir nicht geholfen? Hat doch, oder sie hat doch gewusst, dass ich ihn oder sie brauche. Und nimm jetzt diese Gedanken wahr. Überlege dir, warum bist du eigentlich so gekränkt? Welcher Gedanke steckt dahinter? Und meistens, und das finde ich so spannend, dreht es sich immer nur um ein paar negative Glaubenssätze, die in uns stecken. Das sind immer wieder die gleichen. Es sind immer wieder die gleichen Trigger, die gleichen Situationen, die uns kränken, die uns negativ bewegen. Also es gibt die Möglichkeit jetzt über sich selbst zu lachen und zu sagen, ach, das ist wieder typisch für mich. Da hilft übrigens auch die Reise zum verletzten inneren Kind. Das ist auch im Webinar eine ganz wichtige Übung, die auch ganz am Anfang gleich einmal stattfindet, damit wir diese negativen Gedanken mal kennenlernen und aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist eine ganz, ganz tolle und kraftvolle Übung. Und also einerseits, wir lachen drüber, wir nehmen das wahr und nehmen es an. Und das Zweite ist, wir denken bewusst auch positive Gedanken. Also, ich kenne mich und ich kann damit umgehen. Beim letzten Mal habe ich es auch geschafft. Also du kannst diesen negativen Gedanken auf positive Gedanken umändern. Wie du das sehr gut trainieren kannst, dass das schneller funktioniert, ist Meditation. Die hilft am besten, sich von den eigenen Gedanken nicht dirigieren zu lassen, sondern mehr gefühlsgesteuert zu sein. Also Meditation, da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, dass einer der besten Werkzeuge ist, um das sich anzueignen, das zu trainieren. Und der zweite Punkt ist, der erste Punkt ist, du überlegst dir mal, auf welcher Gedankenebene lebe ich so dahin? Ist es mehr negativ oder mehr positiv? In der Regel ist es mehr negativ, weil es auch menschlich, dass wir uns immer mehr auf das Negative fokussieren, wenn wir nichts anderes unternehmen dagegen. Die zweite Frage ist, die du dir stellen kannst, wie möchte ich mich erleben? Auf welcher Gefühlsebene möchte ich sein? Wie möchte ich auf meine Umgebung wirken und wie soll meine Umgebung auf mich wirken? Das können wir steuern. Wir sind die Regisseure. Wir können das steuern. Das ist so wichtig. Also frage dich, auf welcher Gefühlsebene du sein möchtest überhaupt. Wie möchtest du deine Umgebung haben? Und wie soll die Umgebung auf dich wirken? Du kannst es steuern. Es geht nicht darum, immer glücklich durch die Welt zu wandeln, denn Traurigkeit, Mutlosigkeit, Ängstlichkeit, Unsicherheit, das gehört dazu zu unserem Leben. Aber wir können entscheiden, wie lange wir in diesem Gefühl bleiben. Du entscheidest. Dadurch wird unsere Selbstwirksamkeit gesteigert, also das Gefühl, dass ich es schaffen kann. Und auch, und da gibt es auch Studien sogar bei Kindern, die Empathie und die Bereitschaft mit anderen zu teilen, wird dadurch gesteigert. Wenn wir uns fragen selbst, wie ich gerne fühlen möchte, auf welcher Ebene ich sein möchte, wenn ich meine Gedanken wahrnehme. Also, abschließend, versuche deine Gedanken auch einmal eine Zeit lang auszublenden. Das ist nämlich auch wichtig, weil du dann die auch besser dann kennenlernst. Wenn du nicht in diesem Gedankenstrudel immer drinnen bist, dann siehst du ja den Wald voll lauter Bäume nicht mehr. Sondern nimm dir auch diese Auszeit von deinen Gedanken, wie gesagt durch Meditation, aber auch durch Kreativität. Musik, du kennst es sicher, wenn du eine gewisse Musik hörst, dann plötzlich sind deine Gedanken weg und du bist mehr in deinen Gefühlen, im Flow vielleicht oder beim Tanz. Sollte natürlich ein Tanz sein, wo du dich jetzt nicht unbedingt anstrengen musst, dass die Schrittfolge stimmt, sondern wo du wirklich einfach frei sein kannst. Einfach nach deinem Gefühl dich bewegen kannst. Malerei. Übrigens auch Menschen, die sehr sensibel sind, die sehr empathisch sind, die brauchen das für sich, diese Kreativität, um wieder zur Ruhe zu kommen. Weil für so hochsensible Menschen ist es natürlich auch anstrengend und ermüdend, immer wieder die Gefühle der anderen zu spüren,
sich selbst auch und diese Gedanken, sehr sensible Menschen nehmen auch die eigenen Gedanken oft viel zu ernst und sie sind viel zu laut. Also Kreativität ist ein ganz wichtiges Werkzeug auch, um mal so in den Flow zu kommen. Also es gibt Möglichkeiten, das anzutrainieren. Und frage dich regelmäßig, wie fühle ich mich jetzt genau? Oder frag dich jetzt in dem Moment, wie fühle ich mich? Und was kann ich tun, um auf eine positivere Gefühlsebene zu kommen? Also zum Beispiel, wenn du traurig bist, dann kannst du natürlich nicht im nächsten Moment super glücklich sein. Vielleicht in der Schwangerschaft, mir ging es so in meinen Schwangerschaften. Aber im Normalfall geht es nicht und du musst auch nicht. Du musst nicht von traurig plötzlich super glücklich sein. Aber du könntest, wenn du dich entscheidest, ich möchte nicht mehr traurig sein, dich eine weitere positivere Gefühlsebene hinaufhandeln, so wie ich gesagt habe, wie eine Stufe, wie eine Leiter. Einfach ein bisschen mehr und du kannst dich selbst dabei unterstützen, indem du positiv denkst, die positive Gedanken in deinem Gehirn zulässt und die negativen weiterlässt. Lass einfach vorbeifliegen, die negativen Gedanken. Das sind so diese dunklen Wölkchen, die brauchst du jetzt gerade nicht, wenn du traurig bist. Lass die hellen Wölkchen einmal her. Vielleicht scheint nicht die Sonne und der Himmel ist blitzblau, vielleicht sind einfach trotzdem noch kleine Wölkchen da, aber es ist okay so. Schau einfach, dass es dir ein wenig besser geht. Und im nächsten Schritt dann noch ein wenig besser. So wie eine Leiter, eine Stufe, bis zu einem wunderschönen Licht. Ein Licht, das dich magisch anzieht. Das schaffst du. Und das Tolle ist, dass sich dann auch deine Umgebung auf dich einstellen wird. Es werden dann so viele positive Dinge passieren, wenn du dich auf eine höhere, positive Gefühlsebene einstellst. Und was dann auch passieren wird in deinem Leben, dass du dann vielleicht gar nicht mehr so runterrutscht, nicht mehr 5 Stufen weiter runter und dich wirklich mies fühlst und ängstlich und depressiv, sondern du bleibst dann zumindest auf einer Ebene, wo du sehr schnell in diese positive Ebene kommst. Vielleicht bist du ein bisschen traurig, lass es zu, oder manchmal ängstlich und unglücklich. Aber du bist nicht so unglücklich, du bist nicht so tief unten, dass du nicht mehr hinaufkommst zu dem Licht, sondern du befindest dich dann immer auf einer Ebene, wo du leicht darauf kommst und immer wieder Schritt für Schritt. Und was dann passiert ist, wenn du das wirklich viel trainiert hast, und diese Sensibilität erreicht hast und die Empathie auch für dich selbst, dann kann dir eigentlich egal sein, was in deiner Umgebung passiert. Weil du hast das Licht in dir gefunden, du bist auf deiner positiven Gefühlsebene und wenn einer was zu dir sagt, die Situation, die ich vorhin erwähnt habe, dein bester Freund oder deine beste Freundin, die einfach nicht für dich da ist, dann wirst du das vielleicht ihm oder ihr gar nicht übel nehmen, weil er oder sie hatte auch einen Grund, warum sie eben zu dem Zeitpunkt nicht für dich da sein konnte. Du siehst die Dinge einfach dann ganz anders, nicht mehr so negativ, sondern positiv. Und das ist echt wunderbar und das hilft in deinem Leben einfach bei so vielen Lebensumständen, auch bei schwierigen Lebensumständen, dass du die Dinge einfach anders siehst und dich nicht so mitreißen lässt. Und das Schöne ist ja, dass wir unsere Werkzeuge, die wir haben, die in uns stecken, unseren Verstand und unsere Gefühle, dass wir die kombinieren können. Das funktioniert. Und du entscheidest es. Das ist ja noch die bessere Nachricht. Du bist dein eigener Regisseur. Und genau, und um das eben auch zu spüren, habe ich dir diese Podcast-Folge drauf gesprochen. Und ich hoffe so sehr, dass es dir gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest, dass auch was Neues dabei war. Und freue mich riesig über deine Kommentare auf Instagram. Da gibt es natürlich immer auch ein Foto und einen Beitrag zu der neuen Podcast-Folge. Meistens auch ein kleines Video oder eine Sprachnachricht. Und freue mich, wenn du mich besuchst auf Instagram oder auf Facebook und da deinen Kommentar hinterlässt. Und wenn du dich wirklich anmelden möchtest für das Webinar, dann bitte jetzt. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich auch gerne persönlich. Und dann vielleicht sehen wir uns bei der Online-Session. Dann kann ich dir auch noch ein paar Fragen beantworten. Bis dahin, pass auf dich auf. Take care. Deine Caro.